Ich bin Hubert Schultis, Holzschnitzer aus Haslach im Kinzigtal und 65 Jahre jung. Und ich bin seit 38 Jahren Holzschnitzer hier in Haslach und habe damals das Geschäft von meinem Vater übernommen, als er in Ruhestand ging. Und seither bin ich hauptsächlich auf Masken spezialisiert und zeige das auch immer wieder im Fuchsbauernhof. Da Anfang einer Maske ist ein Glotzlindenholz. Das Holz kommt hier aus einheimischem Wald, muss einige Jahre gelagert werden. Dann wird die Form der Maske aufgezeichnet und eine Linie in der Mitte, wo die Augen hinkommen, weil es ganz wichtig ist, dass die Augen in der Mitte der Maske sind. Wenn die zu weit oben wären, wird man nichts durchsehen. Und die Entwürfe mache ich meistens selber. Wenn jemand herkommt und beschreibt mir, was er haben möchte, zum Beispiel eine Hexenmaske, dann mache ich eine Zeichnung, die ist in 10 Minuten fertig. Und dann können die Leute praktisch, während ich das zeichne, noch sage, die Nase lieber so oder die Augen so. Und so wird das Ganze gemacht. An Werkzeug habe ich hier Schnitzmesser unterschiedlichster Art. Breite, schmale, gerade, runde. Die haben sich im Laufe der Jahre nie verändert. Ist also immer dasselbe. Sehr guter Stahl muss es sein. Zuerst hat man die großen Schnitzmesser, wo auch dann mit dem Hammer gearbeitet wird. Und es wird nachher aber nicht mehr gemacht. Nachher muss ich dann alles mit kleineren Schnitzmessern schnitzen und eben versuche, eine glatte Fläche hinzubekommen. Das Einzige, was sich geändert hat im Laufe der Jahrzehnte, ist diese Befestigung mit einem Kugelgelenk. Hier kann ich die Maske in jede Stellung bringen und kann dann das mit diesem Hebel arretieren. Es ist was sehr Geschicktes. Zum Handwerk bin ich gekommen, weil mein Vater schon Schnitzer war. Und er hat aber solche Einzelteile für Kuckucksuhren gemacht. Das wollte ich nicht machen. Ich habe aber im Alter von mit 8 Jahren schon begonnen mit Schnitzen. Und als ich dann eine Lehrstelle gesucht habe, habe ich keine gefunden. Ist heutzutage auch nicht anders. Hat sich nichts daran geändert. Man findet keine Lehrmeister, die ausbilden. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich nicht Schnitzer lernen kann, dann möchte ich Koch werden. Und ich habe als Koch gearbeitet, bis ich 27 war. Dann ging mein Vater in Rente und ich habe ja schon auch während der Lehrzeit und während ich Koch war, immer nebenbei geschnitzt, dass es für mich nichts Fremdes war. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört mit Kochen. Das heißt, ich koche immer noch, aber hauptberuflich bin ich seit 38 Jahren Schnitzer. Ich schnitze hauptsächlich für Narrenzünfte und das bringt auch die größten Aufträge. Für Privatleute schnitze ich auch mal Maske, wenn jetzt jemand mir ein Foto bringt und sagt, so ähnlich hätte ich gerne eine Maske, wird das auch gemacht. Im Fuchsbauernhof bin ich seit schätzungsweise 20 Jahren und schnitze dort am liebsten Gleiekotzer, die auch dort im Fuchsbauernhof zu sehen sind. Es gibt natürlich auch Auswirkungen der Industrie auf das Maskenschnitzen. Das heißt, die Masken wären in den meisten Fällen maschinell vorgefertigt mit einer Kopierfräse. Und da ist aber nichts dagegen einzuwenden, ist auch rein eine preisliche Frage. Würde ich das nicht maschinell vorfertigen, würden die Preise das Dreifache kosten und dann könnte ich das kaum noch einer leisten. Und deshalb stehe ich dazu, dass auch maschinell vorgefertigt wird. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Leute, die eine Narrenzunft gründen, kreativ sind im Ganzen. Und es ist halt heutzutage so, dass praktisch 90% aller Leute oder Interessenten eine Hexenmaske wollen. Hexenmasken gibt es sehr viele. Und wenn sich da der eine oder andere was anderes ausdenken würde, was Originelles, wäre es natürlich schöner als jetzt 90% Hexenmasken. Um die Zukunft des Maskenschnitzens oder überhaupt des Schnitzens ist recht schlecht bestellt, weil eben es keine Ausbildungsplätze gibt. Ich persönlich bin in 4 Jahren 70 und will dann auch aufhören und Nachfolger habe ich leider keinen. Das heißt, in absehbar 4-5 Jahren wird es diesen Betrieb wohl nicht mehr geben. Und das ist sehr, sehr schade.